Hallo Strandfiguren, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video back im wunderschönen Berlin. Gerade nach Hause geflogen und jetzt hole ich meinen Hund erstmal ab und gehe mit dem schönen Gassi. So, worum geht's heute? Wenn du regelmäßig diese Videos guckst, dann weißt du, dass es hauptsächlich darum geht, einen gesunden und fitten Körper zu bekommen, eine Strandfigur zu bekommen und sich also gesund zu ernähren, Fitness zu machen und so weiter. Und wenn man das Ganze jetzt zusammenfassen will, könnte man sagen, es geht uns darum, dass man unabhängig wird von Ärzten, unabhängig von Pharmakonzernen und so weiter. Das bedeutet, dass man die volle Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernimmt. Ja? Und das ist einer der wichtigsten Punkte im ganzen Leben, finde ich, nämlich diese ganze Säule körperliche Gesundheit. Weil wenn du körperlich gesund bist und fit bist, dann kannst du im Prinzip alles andere im Leben auch machen und auch erreichen. Alles andere im Leben wird ziemlich schwer, wenn du halt körperlich unfit bist, wenn du körperlich halt krank bist und so weiter. Und es gibt noch eine weitere Säule, das heißt eine Säule, die mich auch sehr beschäftigt seit einiger Zeit. Und das ist die der finanziellen Gesundheit. Weil genauso wie wir unsere körperliche Gesundheit nicht an unseren Arzt abgeben können und den übertragen können, sondern selbst Verantwortung übernehmen müssen, finde ich, meiner Meinung nach, müssen wir auch unsere Finanzen, unsere Entscheidungen mit Geld und so weiter in die eigene Hand nehmen und dürfen sie nicht anderen Menschen für uns überlassen. Das ist zum Beispiel, also warum ich diese Meinung habe, ist eine ziemlich emotionale Geschichte. Und zwar die, dass ich ja, das wissen vielleicht einige von euch, manche noch nicht, ich wurde ja, als ich 4 Jahre alt war, hier vom Hund gebissen, ja, über das ganze Gesicht eine schöne Narbe gekriegt. Und da habe ich damals Schmerzensgeld bekommen, ja, ungefähr 10.000 Mark waren das damals. Und diese 10.000 Marken haben dann meine Eltern in so einen Fonds angelegt, ja, Fonds, für die es nicht wissen, einfach ein Zusammenschluss aus verschiedenen Aktien, zum Beispiel ein Indexfonds oder so. Und da wird das Geld angelegt und dann habe ich irgendwann gemerkt, als ich da mal gucken wollte, so mit 18, wie viel noch drauf ist, waren von diesen 10.000 Mark noch ungefähr 1.000 Euro übrig. Und ich habe ich so die Bankfrau und so weiter gefragt, so, hey, wie kann das sein? So, wo ist das ganze Geld? Sie so, ja, es sind halt die jährlichen Gebühren und das. Und dann ging es ab und zu mal runter mit der Wirtschaft und so weiter, mit dem Aktienmarkt. Habe ich meine Eltern gefragt, sag mal, habt ihr das nicht gesehen? Habt ihr nicht mal geguckt? Ja, naja, wir waren damals bei der Bank, haben dann mit dem Anlageberater das angelegt und so weiter. Und in dem Moment war ich natürlich, könnt ihr euch vorstellen, ziemlich angepisst auf meine Eltern. Und habe ich auch entschlossen, ich werde niemals mein eigenes hart verdientes Geld irgendeinem Bankberater oder irgendeinem Finanzexperten anvertrauen, sondern ich werde mich selber bilden, werde mich so entwickeln, dass ich das Ganze selber managen kann. Ja? Und das ist also ein weiterer Punkt, eine weitere Säule neben der körperlichen Gesundheit, die finanzielle Gesundheit. Keine Schulden zu haben, zu wissen, was Inflation ist, zu wissen, wie man in Aktien Geld anlegt und so weiter. Alles Mögliche. Unternehmensgründung, ganz viele verschiedene Sachen. Und genau dafür habe ich ja, wie vielleicht einige von euch schon wissen, seit Anfang dieses Jahres so einen anderen Kanal gemacht auf YouTube, nennt sich Aktien mit Kopf, wo ich genau solche Themen anspreche. Das heißt, aus meinem eigenen Leben Beispiele geben, wie ich zum Beispiel Geld anlege, welche Dinge es zu beachten gibt. Jetzt zum Beispiel vor einem Tag habe ich da ein Video hochgeladen, was die 3 Gründe sind. Die hat 3 Hauptgründe, warum Vermögen aufgefressen wird. Ja, also zum Beispiel Steuern, 1. Grund, 2. Grund Inflation, 3. Grund Schulden und so weiter. Und viele so eine Sachen spreche ich dort an mit dem Ziel, finanzielle Freiheit zu erlangen. Also nicht mehr finanziell von anderen abhängig zu sein, sondern sich selbst eine gewisse finanzielle Basis aufzubauen, sodass man selbst finanziell gesund ist. Und wenn du das auch hast, wenn du dieses Ziel auch hast, dann kannst du diesen Kanal abonnieren, Aktien mit Kopf, denn dort lade ich ziemlich viele Videos demnächst auch weiter hoch. Und wenn dich das interessiert, dann schau mal auf dem Kanal vorbei. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback auch zu den Videos dort gibst. Es ist ein absolut spannendes Thema, ja.
Und was ist eigentlich die dritte Säule? Die dritte Säule ist für mich Familiengesundheit. Gesundheit mit Familien und Beziehungen. Aber dafür habe ich keinen Kanal. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal, wenn ich ein paar mehr Kinder habe. Keine Ahnung. Wer weiß. Jetzt kümmere ich mich um diese beiden Sachen. Abnehmen, Fitness, körperliche Gesundheit und finanzielle Gesundheit auf dem anderen Kanal. Das wollte ich einfach nur hier für euch, falls es euch interessiert, dieses Thema. Ich weiß ja, dass die meisten von euch männlich und berufstätig bereit sind. Deswegen, check it out, wenn ihr Bock habt, und wir sehen uns am Strand. Ciao.